So, die Map sagt eh, dass ich nach Norden muss. Was hast du eigentlich noch zu sagen? Tierfreund, wo also der Welt ist mein kleiner Inabein? Hast du vielleicht irgendwo gesehen, Welpe? Nein, ich habe keinen Inaba gesehen. Tut mir leid. Die Pferde hier mögen mich. Was ist hiermit? Das kann ich auch immer noch nicht zerschneiden. Kann ich es wegbrennen vielleicht? Nein, ich konnte nur die beiden Wachen angucken. Ja, bei der Pferd, du stehst da ungünstig. Gut, was bekämpfen wir hier drin? So, das erste ist weg. Das zweite ist auch weg. Oh, ich habe vergessen, auf sie zu pinkeln. Ich brauche ja mehr Dämonenzähne. Sieht aus wie so. Sieht wie ein Dings aus, wie Meerjungfrauen. Teleporter. Kanmontor. Kann ich durch? Hey, das ist ein Grenzschlüssel. Eine Genehmigung für Königin Miko zum Passieren des Kanmontors. Euer Herr, also, damit hast du denn das? Regeln sind Regeln. Jeder, der das besitzt, darf passieren. Ich nehme mal an, du bist auf einer wichtigen Mission. Ich werde das Tor sofort öffnen. Dankeschön. Ja, die nördliche Hiroshima-Küste. Nun dann, wo ist dieses Gefilde der Drakonier nun? Hört sich nach etwas an, das sich unter Wasser befinden könnte, aber ich würde lieber nicht das werden wollen, nicht nass werden wollen, wenn es nicht irgendwie, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich vor dem Wasserdrachen Angst hätte oder sowas. Es ist nur so, du schwimmst so langsam wie eine Schnecke. Hm. Leider ja. Obwohl Amaterasu ein Wolf ist. Ah, hallo Wacker. Hallo Amaterasu, hast du dein kleines Abenteuer durch das Loch genossen? Die Stadtluft hat sich dank dir wirklich verbessert. Ignorieren einfach, vielleicht verschwindet er dann von alleine. Komm schon, Ami. Warum so mürrisch heute? Hast du nicht die Aussicht bemerkt? Das war einmal eine große verfluchte Zone hier. Aber du hast wirklich eine große göttliche Intervention vollbracht. Was? Ich wollte wirklich auf euch beide warten, aber ich konnte es nicht riskieren, die See in so einem verfluchten Zustand zu lassen. Ah, die See vor der Hiroshima-Küste ist wieder so schön wie früher. Ist es das, was man als schöner als ein Bild bezeichnet, mein kleiner Freund? Hm. Was soll denn das bedeuten, Hübscher? Oh, nur eine Kleinigkeit, die ich irgendwo gehört hatte. Also, mein kleiner springender Freund, du bist ein wandernder Künstler, nicht wahr? Ich möchte sehen, wie schön deine Malereien sind. Nur eins wäre schon in Ordnung. Bitte, bitte. Meine Kunst geht dich nichts an. Warum sollte ich es dir überhaupt zeigen? Du bist heute wirklich in schlechter Stimmung. Du bist doch nicht einer dieser Hochstapler, die behaupten, sie seien Künstler, aber noch nicht einmal ein Bild malen könnten, wenn ihr Leben davon abhängen würde, oder? Was?
Ach, nichts weiter. Es ist nur etwas, das so ein alter Mann mal erzählt hat. Sein Enkelsohn, der auch sein Lehrling war, rannte von zu Hause weg und er nahm ein Bild des alten Mannes von einem Waldgeist mit. Glaubst du, er würde behaupten, er hätte das Meisterstück gemalt? Ich meine, es gibt so viele skrupellose Leute da draußen. Manchmal ist es schwer, einen Hochstapler in der weiten Welt der Kunst zu erkennen. Aber du weißt doch bestimmt nichts darüber, oder? Ich weiß nicht, wovon verdammt nochmal du sprichst. Jetzt macht es wie der Wind und verpfeift dich. Und du kannst weiter hier bleiben und aufgeschlitzt werden. Excuse me, kein Grund, sich gleich aufzuregen. Es scheint, als würde da ein getroffener Hund bellen. Nun, da ich diesmal keine Prophezeiung oder sowas für euch habe, schätze ich, werde ich euch nun verlassen. Goodbye, Baby. Ja. Nördliche Hiroshima-Küste. Ach, das soll eine Nase sein. Und ich habe gerade gedacht, wer hat die Zunge eingeladen? Ich habe wieder vergessen, drauf zu pinkeln. Was sagen eigentlich so unsere Schriftrollen? Logbuch, Journal. Himikos Motiv. Ich, Himiko, werde diesen Bösen nicht erlauben, sei anzuverderben. Meine Gewehrte werden nicht aufhören. Bis ich die Zuflucht dieser hasengeführten Monster entdeckt habe, Idiot. Insel. Ja, und das kennen wir auch. Das ist das Land der Drakonier finden. Bestiarium. Donnerohr. Eine alte Weisheit besagt, dass gute Medizin meistens einen bitteren Nachgeschmack hat. Mit anderen Worten, guter Rat mag sich barsch die Ohren anhören, aber es ist zu deinem eigenen Besten. Die Geister derer, die kein Rat annehmen können, sind an Räder gefesselt. Vielleicht kann Wind die barschen Worte aus diesen Falten herausblasen. Und als nächstes haben wir... Nö. Windnase. Dieser Dämon setzt starken Wind ein. Ach, das war Wind. Um die Häuser der Menschen umzublasen. Ursprünglich war er ein Tengu, der den Wind unterwerfen konnte. Wind kann man nicht mit Wind bekämpfen. Man sagt, dass es nur das Manipulieren der Zeit selbst dieses schreckliche und wenige Böse bezwingen kann. Ja, Rothelm sieht wirklich ein bisschen aus wie Orochi, wenn man sich die beiden so ansieht. Oh, da war noch was. Ah, Techniken. Ja, es fehlen noch ein paar Technikrollen. Also hier auf jeden Fall noch die braune Rage oder wie das nochmal heißt. Ja, der Dreierschnitt, den kennen wir mittlerweile. Und der Spiegelschrei. Rüste dich für diese Technik mit Spiegeln als Haupt- und Nebenwaffe aus. Bei Spiegeln werden eine Vergrößerung der Macht unterzogen. Ich finde es lustig, dass das da hinten schon wieder wie ein Dojo aussieht. Ich gehe erstmal den Gegnern aus dem Weg. Wobei, nee, das ist eine Anglerhütte. Okay. Speichern wir erstmal hier in Ruhe. Da hoch kommen wir irgendwie noch nicht, habe ich so das Gefühl.
Kann ich die wieder grün? Na, eigentlich wollte ich hier keine Sonne irgendwo in die Pampa malen. Aber gut. Haben wir eine Sonne da. Kätzchen. Hi, Kätzchen. Wollt ihr Fisch? Bei Katzen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das das erste Mal ist. Aber ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass wir Katzen füttern. Also ja, Amaterasu, fütter die Katzen, nicht futter die Katzen. Das sind richtig ziemlich große Katzen irgendwie. Und in der Cutscene mit dem Füttern haben wir immer den den Ursprungsspiegel auf dem Rücken. Okay. Wir haben Katzen gefüttert. Aber wir hatten schon Katzen, die wir gefüttert haben, ne? Jo. Es fehlen uns noch drei verschiedene Tiere. Da haben wir schon mal alle Tiere von der Tierliste. Ja, und das da können wir immer noch nicht zersäbeln. Können wir es schmelzen? Das sieht nämlich so aus wie... du bist nicht der Wasserdrache, du bist irgendein Fisch. Ein Räuchergefäß. Ein ziemlich großer Fisch bist du. So, ein Exorzismus, das ist auch okay. Gibt es noch mehr Muscheln hier? Ja. Ein Tintenstein. Der ist auch nicht schlecht. Das war ein Baum. Ich wollte eigentlich den Felsen, aber ich habe zu hoch geschnitten. Gut, was ist... erstmal die Krüge zerbrechen. Ominekus Restaurant. Ich liebe einfach den Geruch vom Fisch. Oh ja, Fisch ist immer gut. Oh, willkommen. Im Moment sind wir über jeden glücklich, der hierher kommt. Sogar über Hunde. Nur leider in letzter Zeit kein frischer Fisch mehr erhältlich. Wir haben kaum Gäste. Wir sind recht berühmt für die frischen Fischgerichte unseres Kochs Umineko. Ich hoffe, du wirst Gelegenheit bekommen, eins zu probieren. Grundgütiger, was soll ich nur tun? Sogar ich, der große Meisterkoch Umineko, kann nicht ohne Zutaten kochen. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Zyklonenkoch Umineko, du siehst wirklich wie eine Katze aus. Hör zu, Hündchen, leist du mir dein pelziges Ohr? In letzter Zeit gibt es keinen guten Fisch mehr und ich kann ohne Fisch nicht kochen. Ich fühle mich, als würde ich langsam... Ich habe genug. Es muss hier doch irgendetwas geben, aus dem man eine leckere Mahlzeit machen kann. Hey, was guckst du so? Nein, es wird zu viel Mühe machen, das ganze Fell abzumachen. Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Und sie müssen frisch sein. Es ist eine Beleidigung des Fisches und der See, wenn ein Gericht nicht klappt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wasserdrachen, was mit dem Wasserdrachen los ist, aber ich weiß, dass der Fisch, den ich brauche, nicht anbeißt. Ich habe schon den Fischer gefragt. Ich kann einfach nichts mehr weiter tun. Ich schätze, ich muss hier sitzen auf gute Nachrichten hoffen. Seufzt. Ich weiß nicht, was mit dem Wasserdrachen los ist.
Aber ich weiß, dass der Fisch dich brauche, dich anbeißt. Ich habe schon den Fischer gefragt. Autsch. Was sind drei Linien? Ah, kann ich noch nicht. Weil da hinten hat er wieder so eine Malerei an der Wand mit drei Linien diesmal. Gut, wie gesagt, da hoch komme ich gerade nicht. Ups. Hallo, kommst du runter? Okay, dich mache ich noch und dir pinkel ich ans Bein. Ich brauche Dämonenzähne. Oh. Au. Du bist auch eine neue Gegnerart. Du warst eine ziemlich garstige Gegnerart. Was steht denn über dich im Bestiarium jetzt? Henkerwächter. Tödlicher als die meisten dieser Art täuscht dieser Dämon den Menschen vorher, sei eine gewöhnliche Starter, bevor er zuschlägt. Er benutzt Steinköpfe wie ein Schild und macht aus ihnen auch Projektile. Seine dämonische Macht ist so groß, dass er zweimal exorziert werden muss. Mhm. Hat mir aber jedenfalls einen Dämonenzahn eingebaut. Was bist du? Au. Ja, komm runter. Der war auch interessant. Was warst du jetzt für einer? Halos. Hallo. Ach, Halo-Wächter. Halos werden normalerweise von buddhistischen Kunstwerken abgestrahlt, aber diese Kreatur hat dieses Erscheinungsbild gestohlen und benutzt es, um Menschen zu drangsalieren. Seine heilige Erscheinung wird überzeugend, aber ein näherer Blick lässt einen erkennen, dass der Kopf fehlt. Es gibt eine Geschichte von einem gottesfürchtigen älteren Ehepaar, das angegriffen wurde, aber durch einen göttlichen Wind gerettet wurde. Wenn man stark im Herzen ist, dann erkennt man diese Betrüger. Ja, gut. Ich denke mal, einen Kampf noch und dann speichere ich für den Cut. Oh. Au. Hör auf zu cheaten, du. So. Und das war doch schon mal besser. Was sagen eigentlich so meine Dämonenzähne? 24, ja, da brauche ich noch ein gutes Stück für. Deswegen speichern. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann eine Farmfolge, wo ich die Mondszene und so einsammeln werde,
reinbauen müssen. Oh, da drüben könnte es vielleicht hochgehen. Aber ja, das gucken wir dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis dann.